65 Milliarden Dollar, rund 40.000 Opfer in 136 Ländern. Das ist die Geschichte eines der größten Betrüger jemals, Bernie Madoff. Neben seinem Unternehmen investierte Bernie erfolgreich Geld für wohlhabende Bekannte und so wollten immer mehr Investoren Kapital bei ihm anlegen. Laut Madoff selbst soll er Anfang der 90er aufgehört haben, das Geld wirklich an der Börse anzulegen und transferierte es stattdessen auf ein herkömmliches Konto. Obwohl er das Geld gar nicht mehr wirklich investierte, behauptete er konstant 1% pro Monat an Rendite zu erwirtschaften, was umso mehr Investoren anlockte. Wenn Investoren ihre Gewinne ausbezahlt haben wollten, dann nahm er das Kapital einfach von den neuen Investoren. Sein Fonds sollte 65 Milliarden Dollar wert sein, stattdessen lagen auf dem Konto aber nur rund 250 Millionen. Aufgedeckt wurde der Betrug in der Finanzkrise 2008, in der unzählige Investoren an ihr Geld wollten, doch Madoff diese nicht ausbezahlen konnte. So flog der Schwindel auf, der im Jahr 2009 zu einer Haftstrafe von 150 Jahren führte.